Ich häng fest. Na toll. Wartet ihr mal kurz? Wann? Ja, ich warte. Ich guck Kannst gerade du hier. ihm selbst eine Einladung schicken? Für das U-Boot? Ihr beide seid doch schon hier. Ist Es rausgeflogen fehlt doch komplett. noch einer. Ja, ist komplett rausgeflogen aus der Sitzung gerade. Ich bin schon da. Ich würde die gerne an die nächste Mission mitmachen. Aber es war langweilig. Ich muss erstmal wieder in eure Lobby reinkommen, dann könnt ihr mich zur Kursatka einladen. Okay, kann ich in der Zeit ein bisschen Kohle einzahlen? Weil ich musste raus, weil ich bin praktisch an das Steuer vom U-Boot gegangen, gerade in dem Moment, wo die Mission abgeschlossen wurde, dann hing ich in der Animation fest. Okay, kann passieren. Ich bin auch schon beim Ausspionieren in den Wasser rein und hing dann da erwischt mit Hände hoch. Und dann ging sie nicht mehr weiter. Was wir davor gemacht haben. Bin ich jetzt wieder in eurer Lobby? Ich weiß es nicht. Kann man einfach sagen, eine Info geben? Nee, ich bin alleine. Gut, guck mal versuchen. Allein, allein! Wie du da stehst. Ja, er ist ein Geistiger noch da, alleine uns, ne? Er steht nur so im Stuhl, aber ihm geht's gut. Sagt ihr mir mal Bescheid, wenn bei euch da steht, dass ich reingejoint bin, oder? Ich auch schon. Jetzt bin ich wieder drin, jetzt könnt ihr mich einladen. Bitte zur Kursatka wieder einladen, danke. So, bin Firma beigetreten, jetzt noch auf das U-Boot. Dann können wir loslegen. Fühlst du dich einsam da hinten? Das wäre jetzt mega gruselig, wenn hier gleich zwei Markus stehen. Da ist einer vom U-Boot am Steuer so. Ja, der steht sogar noch da. Siehst du? Nö, bei mir bin ich hier nur eine Figur. Oh Gott, das ist gruselig. Wir können nichts machen, solange der da steht. Wir hätten zum Beispiel noch Fotos machen können. Drei Bolton Snyder gibt es noch, drei weitere. Angeblich. Wer fährt? Wieder Alkonus. Wir können nicht fahren, ey. Ja, super. Dann müssen wir halt raus aussteigen und mit dem Auto fahren oder so. Oder mit dem Hubschrauber fliegen. Das können aber nur zwei Leute dann den Hubschrauber, ne?
Dann steigen wir mal aus. Übern. Ich kann mich auch nicht hier dran setzen, da kommt kein... Ja, weil bei uns im Bild, du, Bild stehst du am Ruder noch. Dein... Ne, das klappt gar nicht. Dann fliege ich mit dir mit dem Helikopter rüber. Komm nicht mal mehr ins Boot, weil das Boot unter Wasser ist. Also ein U-Boot. Komm da gar nicht mehr rein. Dann lass uns halt schnell an Land und dann. Ja. Dann geht. Schwimmen wir mal schnell rüber. Ja, jetzt ist er weg. Ihr müsst wieder reinkommen, dann ist er weg. Ach, das ist ein schönes Gefühl unterwegs. Da wollen wir zurückschwimmen. Okay. Wer ist denn da das jetzt? Ding ist, wir kommen auch nicht mehr rein. Ist das Problem. Okay, du kommst normalerweise, wenn du über der Klappe stehst, rein. Ja, ja, die ist aber unter Wasser. Dann müsstest du ein bisschen hochtauchen mit dem U-Boot. Ja, dann okay, ich sitze am Steuer. Dann fahren wir mit dem U-Boot. Ah, Eingang gefunden, geil. Ja, warte, 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 ich bin noch nicht drin. Nicht jetzt abhauen hier. Ich wollte gerade sagen, nicht so wieder bei mir jetzt in der letzten Folge. Jetzt bin ich auch drin. Ich bin... Lass mich warten, einer hat das U-Boot aufgesetzt. Ne? Hä? Ja, das können wir nur mit Schnellreise machen. So, dann lass doch Yvonne noch mal dran sitzen. Ja, mache ich ja. Kannst du nur mit Schnellreise machen, dass das aufgebaut. Müssen wir denn hin? Zur Militärbasis. Also ist der Punkt am nächsten. Na dann. So sieht das mit dem Kram aus. Und das ist total das falsche Signal, was jetzt gleich kommt. So. Soll ich uns jetzt wieder an die Basis näher ranfahren? Jo. Können Sie gerne machen. Aber so eine gute Idee ist, an die Militärbasis. Ach ja, wir haben ja eine Genehmigung, da war ja was, ne? Bis wir das Ding klauen, ne? Da war doch nicht jemand. Genau. Haben wir eine Genehmigung. Wo sind wir denn genau? Aha, da 30 Kilometer weit weg und wir müssen eh praktisch inland. Also wir können gar nicht ran. Gut, wir müssen also praktisch einfach nur ans Ufer und dann mit dem Auto, ja. Ich kann euch näher ranbringen, wo ich die Markierung gesetzt habe. Haben wir letztens gemacht. Vertraut mir mal, bitte. Nee. Warum nicht? Genießt die Schifffahrt. Vor allem, wenn man nicht sieht. Da kann ich ja oben draufstellen. Ich taug auch nicht.
der Basis. Und? Ja. Da von euch einer, kann einer mal gucken, ob der Helikopterfracht rum ist? Ich bin mit Ausspionage beschäftigt. Der steht unten. Ich bin auch beschäftigt. Ja. Jetzt muss ich wieder. Muss. Jetzt. Ach komm, Yvonne. Nur so ein bisschen. Denke ich mir auch gerade. Sind das schon alle näher an der Position, wie ihr fahren? Thomas, kannst du ja nicht aufhören, dich endlich zu rasieren? Wie so ein kaputter Rasierer, ey. Okay, also ich steige jetzt aus und hole mir ein Auto und dann fahre ich rüber. Wenn der Hubschrauber da ist, könnt ihr den Hubschrauber noch. Ding macht Laune. Welches Ding? Oh, die Lenkraketen. Ich habe irgendwie gerade ein Boot oder so getroffen, was da rumfuhr. So, dann komme ich mal raus. Ich bin ein geschickter Bergsieg, ich kletter überall. Das hast du jetzt selber gesagt. Yvonne hat sich selber eine Ziege genannt. Nee. Willst du mitkommen, Yvonne? Ich bin schon mal am Zaun. Ja, aber der gelbe Punkt ist immer noch weit weg. Wir müssen ja zum gelben Punkt. Ich bin eine Bergziege. Ja. Na, dann bleib ich. Hui. Kev, bist du das da? Ich stehe immer noch ein bisschen. Nee, ich stehe außer. Die sind ja eh am Arsch der Welt, ey. Wie soll ich denn zu euch kommen? Ja, ich muss mal gerade mein Auto holen. Ach, da ist ein Auto. Okay, alles gut. Dann steige ich schon wieder ein. So. Ich sehe ein Leuchten. Erster. Du bist aber trotzdem nicht am gelben Bogen. Kann sich doch schnell ändern. Stop.
space is a good time to practice clandestine maneuvers, Captain. If you find a circuit breaker, you could cut the power and the lights. Erster! Panzer. So. So, schleichen. Ich glaube, ihr könnt eh da drin bleiben. Ihr könnt zwar fliegen. Ich mich euch erinnere. Ja. Hey, ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts getan. Herz auf. Du bist ins Blickfeld der Leute reingelaufen, einfach mal schnurstracks. Ja, ich dachte, das ist okay, wenn das geht, dass es geht. Ich hab nicht angefangen zu schießen, ich wurde beschossen. Ja, weil du ins Sichtfeld gelatscht bist. Okay, das wusste ich nicht, dass das nicht machbar ist. Gut, okay. Unentdeckt bleiben und nicht ins Sichtfeld gehen, das ist natürlich nicht das Ding. Nee, das... Ich bin echt in der Runde gefallen. Aber wenigstens passiert mal wieder was jetzt hier. Ja. So, wo ist jetzt der Laptop? Ich kann nicht mal eine runde Tür öffnen, ohne dass mir jemand entgegenkommt. Und er hört. Huch, das ist ein Bett. Thomas macht wohl gar nicht mehr mit, oder was mit dem? Ich weiß nicht, wo der ist. Thomas? Zum Telefonieren? Hab euch ein bisschen geschurrt. Okay. Wie gesagt, ich bin die ganze Zeit an den Raketen. Die Rakete. Alter! Kev! Ich hab dein Schlafzimmer gefunden. Möchtest du was mit der Gummipuppe oder was? Ja, die liegt schon länger da rum. Überall Essen verteilt, sogar im Bett. Ekelhaft. Ja und? Zu schlechte Zeiten. Ich hab den Laptop. Du hast den Schlepptop? Yep. So, wer fliegt das Ding? Ich. Du frag immer die fragt. Muss ich irgendwas wegpacken? Soll ich jetzt also sein voll mit der Rakete reinziehen? Alle drin? Nein. Also noch einen Moment bitte warten. Passt du überhaupt rein, ist ja die Frage. So fett bin ich auch nicht, aber nein. Dann hat es noch zwei Sitzplätze. Naja, kann ich dann jetzt fliegen oder? Ja, flieg. Geht ja sonst nicht anders. Nimm den Papierflieger. Ich komme hier gar nicht raus. Ja, hilft die Dings zum Hangar zu bringen. Ich kann hier kein Fahrzeug nehmen, was soll ich denn machen? Am besten nichts. Ja. Ich kann auch nichts machen.
bin nur mit der Rakete begonnen. Aber du machst ja auch gerade keine Aufnahme, das ist das Problem. Ich habe jetzt zwei Folgen, wo quasi bei mir gehen Langweiler ist, wo einfach gar nichts passiert. Und das ist halt das, was mich ärgert. Ganz ruhig. Weißt du, dass du zum gelben Punkt musst? Na. Ich sehe keinen gelben Punkt, das ist es ja. Bei mir steht, schüttle die Cops ab. Achso, nee. Also Cops halt. Jetzt sehe ich den gelben Punkt. Das ist doch wieder ein Punkt, bitte schön. Der Hangar auf dem normalen Flughafen, ja, ne? Ja. Ja. Ach nö, ne? Ah. Da hast du mal ein Flugzeug-Fluggerät und steigst aus Versehen aus. Alter, der hält aber auch nicht an. Alter. Hallo? Nach links? So nach links? Boah, ey. Jetzt funktioniert's. Ich glaube, das Ding hier hat einen schlimmeren Wendekreis als deine Busse. Jetzt bin ich dran vorbei. Muss ich aber auch nicht verstehen, warum man eine Mission mit so einem riesen Flugzeug hier macht und dann hast du überall diese kleinen Scheißhindernisse auf dem Flughafen. Also seid ihr alle zum Flughafen? Na, Baby und Thomas, Markus. Ich versuche gerade den Flieger da irgendwie reinzubuchsen in den Hangar. Was halt nicht so einfach ist. Meine Fresse, ey. Jetzt. Boah, ey, schlimmer als hier der LKW. Jetzt.